So, wieder Pulltimer und Inka. Gut, wir hatten ja hier zum Öffnen. Ich werd aber die CDs wieder gleich ziehen, hätte ich gesagt. Heißt. Aber trotzdem hier nochmal einmal rein. Dann für die andere Gruppe habe ich dann halt leider nichts. Desorientieren wir sie mal alle. Mal schauen, dass ich Dinger runternehme. Die Wut-Effekte. Da musste ich nochmal eine Wall ziehen, weil die doch jetzt ein bisschen reinhauen. So, also hierfür habe ich jetzt halt leider nichts, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann sie jetzt aber alle desorientieren. Mal wollen. Den kann ich runternehmen, jetzt tun wir sie mal kicken. Okay, das war jetzt wesentlich sauberer als im anderen Dings drin, aber ich weiß gar nicht, ob es hier verschiedene gibt, ob ich hier, ich glaube, ich kann eh nur einen mitnehmen, ne, so ist das mehr Ausdauer. Achso, die haben Totenkopf auf den anderen draufgehauen. Ich bin außer Reichweite. Ah, fuck, ich hab mich verspottet. Muss ich schauen. Okay, ich hab die Aggro wieder. Hütet euch. Ich muss näher ran. Die werden halt hier gleichmäßig runtergehittet. Taunt den mal nochmal raus. Das Problem ist, ich kann dann halt nicht beide den Dings-Effekt runternehmen, ne? Und die hauen halt schon auch ganz gut Melee-Hits raus. So, jetzt müsste dann gleich der Dings kommen. Right. Super, ist natürlich ganz hinten beim Pala gespawnt. Also der DH hat geschrieben gehabt, dass er vom Hunter das HT bei, ich glaube, 40 bis 50% haben will. Müssen wir jetzt mal gucken. Schauen wir gleich mal. Dann haben wir halt hier wieder Void-Party. Schau mal, dass ich einen Ticken rausziehe. Ihr tut, was ich sage! Ich bin euer er viert jetzt halt ernsthaft noch? Ah, das war jetzt halt unlucky as fuck, ne? Okay, der andere hat schon gecastet, aber er hat halt trotzdem noch gefeiert. Das war jetzt halt richtig unlucky. Noch kriegt er halt mehr Schaden. Jetzt hat er dann, glaube ich, den Debuff drauf, oder? Den anderen hier
Wir den da wieder einen Ticken raus. Ich spiele jetzt halt mit einem Use und mit einem Proc Trinket. Das ist wahrscheinlich besser. Gut, dass wir aus dem Zeug rausgeführt werden, sonst wird das ziemlich ätzend werden. Raus. Ja, wir müssen jetzt halt trotzdem wahrscheinlich drei Phasen spielen, ne? Ja, oder vielleicht kriegen wir ihn ja sogar. Danke dir fürs Verlohnen. Ich glaube, da sind wir zu weit weg. Ich frage mich ja, was der Laser an Schaden macht, ne? Der one-shottet mich wahrscheinlich auch als Tank. Nee, ich auf jeden Fall nicht. Ich muss erstmal selber meinen Score hochhauen, ne? Oh, fuck it, da müssen wir raus. Wir wollen nämlich nicht rausfinden, wie viel Schaden der Dude macht. Wir sind halt jetzt sehr, sehr melee-lastig, ne? Wenn hier halt hier alles vollgevoidet ist. Naja, den 4 werden wir jetzt auf jeden Fall noch kriegen. Wir sollten die Dinger hier killen. Okay. Jetzt muss aber hier Feierabend sein. Okay, auf geht's. Ich hoffe, der Heiler macht die Teile. Ich sehe den Heiler nicht laufen. Oh, ich sollte da vielleicht rausgehen. Okay, das erste hat er angeklickt. Also ich hoffe, der macht das, ne? Sonst haben wir jetzt hier gleich Problem. Ich glaube, wir müssen selber gucken. Also hier haben wir eine Dingsblume. Ich habe mir halt die Weak-Aura dafür noch nicht runtergeladen. Ich habe gehört, es gibt eine Weak-Aura, wo du es halt instant siehst, ohne dass du gar nicht alle aufmachen musst. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Aber vielleicht haben die das auch. Gut, das ist, glaube ich, immer hier nach links. Aber der ätzendste Boss, den haben wir auf jeden Fall schon mal weg. Gut, ich weiß jetzt nicht ganz, wie der Endboss noch wird mit Boss-Buff. Das könnte vielleicht auch noch ätzend werden. Jetzt nehmen wir dem mal seinen Buff runter. Ich glaube, Hunter kann das auch, ne? Ach, der DH schaut schon, okay. Nee, Heilung machen wir hier lieber nicht an. Mal das Hündchen, die ganzen Scheißviecher. Nehmen wir doch mal hier auch den Wut-Effekt runter. Also das war glaube ich der falsche Wut-Effekt, den ich jetzt runtergenommen habe. Aber so viel machen die Mobs auch nicht an Schaden. Da. Also ich muss es mir echt mal binden, ne? Wenn ich jetzt hier in der Woche mit dem Wut-Effekt jedes Mal klicken muss, ist halt schon anstrengend. Ich weiß gar nicht, was der Kreis eigentlich genau macht. Wahrscheinlich müsste ich da rausgehen, ne? I don't know. Ah, wir haben den Pride.
What the, jetzt haben die mich dahinter gekickt. Das ist natürlich ungünstig. Uiuiuiui. Warte mal, ich gehe so ein bisschen rüber. So müsste es passen, ja. Mit 3 Milis musst du halt echt ein bisschen schauen, ne? Also, ich werde jetzt den Pala auch mal als Mili, weil er halt die ganze in der Mili-Range rumhängt. Warte mal, ich gehe einen Ticken hinter. So müsste es passen. Ja, gut geraten hier. Ja, der eine mag es zum Glück, wo es hingeht. Ich weiß nicht, müssten wir vielleicht auch mal so ein Add-on holen. Ah, da hat er wieder einen Mark hingestellt. Hier. Komm, desorientieren wir die mal. Ist gar nicht so unbedingt notwendig, dass ich immer... Hier ist hier der Frosch, ne, hier ist der... Kann ich nochmal Inka ziehen? Irgendwo, ich glaube, der letzte oder vorletzte Mob ist so ein Frosch, ne? Und da muss ein bisschen gucken, aber da lohnt sich halt Inka überhaupt nicht. Ist halt schon nice, wie der Trash platzt, wenn du... Das war halt falsch. Okay. Also ich habe jetzt auch nicht die Marks geguckt. Ich bin jetzt halt den Marks quasi nachgelaufen, wo der DH stellt. Die waren bis jetzt auch immer alle richtig, muss man sagen. Aber hier anscheinend nicht gut. Jetzt haben wir halt ein paar Sekunden verloren. Dann muss ja da sein, oder? Also hier sind wir gerade reingelaufen. Es muss ja hier sein. Da hinten kann es ja gar nicht sein. Dann gehen wir ja... Oder? Oder ist es... Ach, das ist da oben. Ah ja, okay, stimmt. Das war jetzt... Ne, das war jetzt ein bisschen eine Nullnummer. Aber okay. Viele Orbs. Das orientieren wir die mal alle. Müssen sie wieder zusammenkriegen, die Viecher. Puh. Kicken sie mich halt echt ins Nirvana. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Komm, ich wall jetzt lieber mal, man weiß ja nie, ne? Safety first. Bevor ich jetzt da noch rip. Ein Stück nach hinten, so müsste es passen. Oh, den DH erwischt. Muss ich ja bloß schauen beim Boss, ne? Habe ich letztens gelernt, dass ich den nur als Tank kicken kann, weil ich mich da nämlich schon gewundert hatte. Okay, wo ist der nächste? Der hat keinen Rahmen rum, oder? Das muss das hier sein. Ja, wollte gerade sagen. Hä, aber diesmal hatten wir gar keinen Frosch. Auf geht's. Also ich muss halt die ganzen Casts interrupten. Ich darf, wenn ich einmal fail, dann habe ich quasi Problem. Hier, das hier muss ich interrupten. Ah, ich hau das Viech jetzt leider auf. Ich muss leider auf ihn ein bisschen gucken. Dass ich den halt interrupte, ne? Aber ich habe Inka an, dann kann ich beide cleaven. Ah, fuck it. Ich habe interrupted, bin reingecharged in den Mob. Und da war der Fuchs, der mich halt verfolgt hat. Das war ja mal richtig bitter, aber ich muss halt interrupten. Sonst, killt er mich halt, ne? Das war jetzt halt richtig bitter.
uns ist anders. Ein besonderes Spiel. Nur für uns. Hütet euch. Die Dinkeln. Nehmen wir den Boss da noch mit hin. Da ist schon wieder der Vulpin. Okay. Hütet euch. Alter, jetzt habe ich fast den Interrupt nicht mehr durchgekriegt, ne? Mit den ganzen Orbs, die wir hier weghauen, also. Hütet euch. Also ich glaube, wir müssen sofort von dem Vulpin halt immer. Ich zieh den Boss jetzt mal sofort immer weg. Wenn der einen erwischt, dann ist er halt richtig ätzend. Okay, jetzt ist er verschwunden. Da ist er wieder. Tun jetzt mal noch routen. So, klatschen. Hütet euch. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn ich den Boss da hinziehe, ne? Dann hast du halt diesen Shit da. Da ist wieder so einer. Da ist nur der Parler in Dings gekommen, der kann das rausbabbeln. Holy moly. Das war jetzt nicht optimal gespielt, aber. Hat geklappt. Ich glaube, ich muss den Boss dann immer schneller wegziehen, ne? Was haben wir denn? 65%. Ist halt immer ein bisschen anders, je nachdem, wie viel, wie der Weg ist, ne? Dann haben wir hier eine kleine Gruppe. Und dann mache ich hinten eine größere. Der eine ist immun, ja, richtig. Da haben wir ein bisschen viele CCs drauf verwastet. Hinten haue ich jetzt Inka rein dann. Oder wie lange haben wir noch auf Ding? Okay, das nächste Pride, das dürfte erst in zwei oder drei Gruppen kommen. Hier mehrere Gruppen zusammen zu pullen, habe ich gesehen. Ja, das machen wir jetzt nicht, weil die heilen sich ja alle, ne? Aber die Dinger können wir ranpullen. Muss ich jetzt bloß gucken. Dann könnte hier nach schon der Pride kommen. Ich kann noch nicht interrupten. 5%. Ah, ich glaube, das reicht nicht ganz. Nee. Ah, das ist jetzt doch nicht so gut gelaufen. Jetzt kommt er dann in der nächsten Gruppe, der Pride, ne? Hm. Hätten wir die Kleinen lieber nicht dazu gepullt. Die müssen wir jetzt gleichmäßig killen. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Gute ist, dass der Pride immer noch ein bisschen castet, bevor er dann wirklich da ist. Und du dann noch ein, zwei Sekunden Zeit hast. Oh, der Parler hat aber jetzt langsam schon relativ wenig Mana, wobei nach dem Pride kriegt er eh den Buff, ne? Dann können wir eigentlich durchtigern. Stiegern. Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt zurück, oder? Passt. Ich bin außer Reichweite. Eigentlich können wir gleich in den nächsten Pack rein.
Wie viel brauchen wir denn dann noch? Wir sind bei 90. Die bringen bestimmt jetzt nochmal so um die 5%. Ein Pack danach, denke ich mal noch. Können wir denn den Pride triggern? Da haben wir leider noch kein HT, ne? Hier auf die andere Seite rum. Ja, 3% ein Pack. Die müssten eigentlich... Oh fuck, was zur Hölle? Okay. Irgendwie bin ich gerade in die Reisegestalt gekommen. Ah, meine Makros, die wollen nicht so ganz. Seit ich im Torghast reingedisconnected bin, habe ich ja mein Makro umgebaut auf Eule. Seitdem buggt das ein bisschen. Da muss ich nochmal gucken. Das Ätzende ist, wir hätten halt auch so schön den 14er machen können, ne? Hätten wir halt vorher das vernünftig gemacht. Oh, der Paladin? Ja, der ist da halt reingelaufen. Hätte vielleicht nochmal einen Ticken rüberlaufen können. Diesmal. Dann haben wir halt für den Boss leider kein HT. Da drin? Ja, auf geht's. Der hat halt schon richtig viel Life, ne? Achso, da müssen wir auseinanderlaufen mit. Weiß nicht, wenn du dem, glaube ich, alles kickst, dann ist der gar nicht so heavy, der Boss hier. Im 2 haben wir HT. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Der lichtlose Abgrund eurer Psyche, euer Fleisch. Ich habe hier einmal noch ein Trashpack mit reingepult. Das war eine ganz schlechte Idee, ne? Weil ich dachte, oh komm, wir sind jetzt knapp in der Zeit. Pull ich das Trashpack noch rein. Hab dann leider mitkriegen müssen. Das war keine gute Idee. Ah fuck, jetzt kann ich den Kick nicht mehr durchkriegen. Jetzt muss ich mal noch wallen. Oh, der eine ist übernommen, ne, der Rogue. Oh boy. Ich glaube, ich muss ihn mal da hinten ein bisschen rauskriegen, den Boss. Das nervt gerade so ein bisschen, da ist alles zugevoidet. Ich hab gleich wieder Inka. Aber sonst halt nicht mehr viel. Okay. 6 Minuten hatten wir noch über, das war doch ein schöner Run. Wenn das halt jetzt 14 gewesen wäre, wäre halt besser. Das wäre halt besser gewesen. Naja, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir was. Ah, ein Hals. Hals, da habe ich schon besseren, ne? Das bringt mir leider nichts. Hier. Achso, jetzt habe ich das falsche gepostet. Wo ist mein Hals, den ich gekriegt habe? Hier. Was haben die anderen so einen gekriegt? Der eine hat auch den Hals gekriegt. Okay. Kannst du knicken. Gut, für den Kiesel soll es das gewesen sein.